Servus meine Freunde, was geht und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wenn ihr euch jetzt wundert, wo ich hier gerade bin, beziehungsweise wo ich hier gerade stehe, hinter euch ist die Fensterscheibe, ganz einfach, weil ich hier gerade keine Softbox habe und bei uns gerade die Sonne schon untergeht. Ja, ich wollte diesen Vlog eigentlich hier wieder mit meiner Canon-Kamera aufnehmen, aber der Akku war leer und jetzt musste ich wieder auf die Kamera zurückgreifen. Aber ich hoffe, das ist jetzt kein Problem für euch, weil ich heute wieder spontan einen Gig bzw. einen Auftritt im Fitnessstudio habe. Kurze Story dazu. Das Fitnessstudio, also den Kollegen, der da arbeitet, den kenne ich persönlich. Er hat mir auf Facebook geschrieben so, hey Luis, hast du spontan heute Zeit, bei uns aufzulegen, weil wieder eine Veranstaltung ist? Und da dachte ich mir so, hey, warum denn nicht? Ich habe nichts vor. Ich habe Bock, ein bisschen Musik aufzulegen, meine Musik aufzulegen, beziehungsweise die Musik, was mir gefällt. Weil die letzte Veranstaltung war, glaube ich, vor 3, 4 oder 5 Monaten. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ich habe dazu auch Videos hier hochgeladen. Kam sehr gut bei den Kunden, sage ich mal, an. Deswegen hat er mich wieder gefragt, ob ich Bock und Zeit hätte. Und es kann sein, dass dieser Vlog jetzt ein bisschen chaotisch und kurz und was weiß ich wird. Ich wollte euch nur kurz mitnehmen oder euch zeigen, wie es bei mir wieder aussieht, was ich alles mitnehme, wie ich mich vorbereitet habe. Beziehungsweise vorbereiten konnte ich mich ja in dem Sinne gar nicht, weil es ja eigentlich ziemlich spontan war. Ich habe hier wieder meinen Fotorucksack am Start. Ganz einfacher Grund, der hat einfach so geile Fächer, wo ich einfach meine USB-Tasche wieder reinpacken kann. Die Kamera werde ich mitnehmen, vielleicht, Leute, vielleicht, wenn ich es zeitlich schaffe und es auch in Ordnung ist, werde ich ein bisschen was mit der Kamera filmen, ansonsten mit meinem Handy. Das heißt, ich werde hier ein bisschen was reinschneiden in dieses Video. Deswegen, sorry, wenn die Qualität jetzt nicht so gut wird. Jetzt muss ich mich echt beeilen, ich habe jetzt noch 20 Minuten, das wird jetzt sehr knackig, nicht mal mehr 20 Minuten. Ja, bei meinem letzten Gig in diesem Fitnessstudio, also das ist das gleiche Fitnessstudio wie damals, hatte ich ein bisschen zu viel Zeug dabei. Ich hatte, glaube ich, 2 Kopfhörer, ich weiß nicht warum, ich wollte einfach auf Nummer sicher gehen. Ich hatte, glaube ich, 3 USB-Sticks dabei, habe ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe einen einzigen und der ist hier in dieser Hülle. Ist halt ziemlich praktisch, weil ihr könnt ihn da ganz easy verstauen und dann einfach hier an der Seite reinpacken. Das Coole ist, ich kann hier dann auch noch meine Kopfhörer reinpacken. Die Kamera passt auch noch mit rein. Was habe ich noch? Sonst brauche ich eigentlich nichts mehr. So, ich würde sagen, meine Kopfhörer kennt ihr ja schon, die habe ich euch ja mal vorgestellt. Die packe ich halt auch immer hier mit rein. Die kann man natürlich auch ein bisschen klein falten. Aber das größte Problem, was ich bis jetzt noch habe, es liegt zwar in meiner eigenen Schuld, weil ich mir das noch nicht gekauft habe, aber ich muss ja meinen eigenen DJ-Controller mitnehmen. Deswegen habe ich mir damals den Pioneer XDJ-R X2 gekauft, weil der halt so kompakt ist und weil es einfach total easy ist, den mitzunehmen. Man muss nichts abbauen in dem Sinne, sondern einfach nur das Stromkabel weg, ab in die Verpackung oder in irgendeine Tasche und los geht's. Das Problem ist bei mir nur, ich habe keine Tasche. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Er ist bei mir in dem originalen Karton noch drin. Ich muss den so rumschleppen und so mitnehmen und das ist halt mega nervig. Ich habe mich jetzt mal umgeschaut, so eine DJ-Tasche für diesen Controller. Auf Thomann, glaube ich, die Seite kennt ihr ja wahrscheinlich auch schon, kostet rund 100, 150 Euro oder so. Ich habe es halt nicht eingesehen, über 100 Euro für eine Stofftasche auszugeben. Aber jetzt merke ich halt, wenn ich immer mehr Auftritte habe und immer mehr Gigs habe und immer öfters meinen DJ-Controller mitnehmen muss, dann wird sich das wahrscheinlich lohnen, dass ich mir sowas zulege, weil die Verpackung von dem DJ-Controller ist so mega groß und die jedes Mal hier rumzuschleppen ist halt mega ätzend. Aber so sieht es aktuell bei mir aus. Wie gesagt, Rucksack nehme ich mit. Da ist eigentlich nur USB-Stick, Kopfhörer und die Kamera am Start für irgendwelche Vlogs, Spontan-Vlogs oder sowas. Ist halt ziemlich praktisch, weil die so klein ist. Das einzige Nervige ist halt hier das Mikrofon, weil ich kann keins draufpacken. Genau, DJ-Controller, ansonsten nehme ich nichts mit. Wie lange geht der Gig? Ungefähr 3 Stunden. Ich will aber auch nicht in dem Video jetzt sagen, was ich dafür kriege. Also es ist angemessen, ich habe jetzt nicht zu viel verlangt.
sondern es ist angemessen. Ja, wenn es nicht gepasst hätte vom Geld, hätte ich wahrscheinlich auch abgesagt, weil ganz ehrlich Leute, warum soll man heutzutage alles umsonst machen? Das Coole am Auflegen ist, es macht mir so viel Spaß und dafür noch Geld zu bekommen, ist einfach wie ein Sechser im Lotto. Also das ist, es gibt für mich nichts Geileres. Ja, jetzt reicht's mit dem Labern, ich muss jetzt echt dringend los. Ich muss in 10 Minuten da sein, ich muss das alles hier noch in mein Auto packen. Deswegen, sorry Leute, ich weiß jetzt nicht, wie ich das Video weiter drehe. Vielleicht schneide ich ein paar Clips rein, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall werdet ihr mich am Schluss nochmal vor der Kamera sehen. Ich werde noch kurz mein Fazit abgeben, euch dazu was sagen. Jetzt geht's los. Wünscht mir Glück, drückt die Daumen für mich. Los geht's. So Leute, ich bin jetzt im Auto. Man sieht es wahrscheinlich auch. So sieht's bei mir aus. Hinten der DJ-Controller, hier meine schöne Tasche. Sorry, wenn der Vlog jetzt ein bisschen kreuz und quer ist und wenn ich ein bisschen komisch red heute. Aber ich habe echt mega Zeitdruck und ich habe auch ein bisschen spät angefangen, das Video zu drehen. Deswegen sorry, ich hoffe trotzdem, euch gefällt und ich versuche natürlich so viel wie möglich für euch aufzunehmen, dass ihr auch mal ein bisschen seht, wie das Ganze bei mir abläuft. Das Wichtigste, was ich euch auf dem Weg mitgeben kann, ist, seid immer pünktlich, egal auf welcher Veranstaltung ihr auftreten müsst oder einen Auftritt habt, weil ja, es macht einen guten Eindruck und so könnt ihr immer wieder Aufträge bekommen. Und jetzt muss ich los, Leute. Wünscht mir Glück. Los geht's. Ich bin ready. Ich höre jetzt noch ein bisschen Techno auf dem Weg zum Gig. Dann gehen wir Vollgas. Jahre später. So Freunde, ich bin fertig. Ihr seht es mich wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt nur hier das Autolicht an. Ich bin platt, ich bin tot. War geil. Ich werde morgen noch den Schluss drehen für dieses Video. Ich fahre jetzt heim, geh pennen. Leute, bis morgen. Haut rein und ciao. I'm a boss out, stop calling my phone. I've been iced out, all on my own. Turn the lights down, cause I'd rather be alone. Run the sound loud, cause I'm about to fucking blow now. I'm a boss out, stop calling my phone. I've been iced out, all on my own. Turn the lights down. I'd rather be alone, run the sound loud, cause I'm about to fucking blow now. Whoop, whoop, bam, there it is, look at all these. Guten Morgen, Leute, ich bin wieder am Start. Ja, ich wollte mich ja nochmal kurz melden nach dem kleinen Auftritt gestern. Ja, dieses Video ist echt kreuz und quer, aber so ist es nun mal, wenn man einen Auftritt hat. Es läuft nicht immer alles perfekt. Beziehungsweise ich habe auch ein bisschen spät angefangen, diesen Vlog zu drehen, das habe ich euch ja schon gesagt. Das Ätzendste an allem ist halt immer, ich muss halt hier immer meinen DJ-Controller in der Verpackung mitnehmen. Ich muss mir da auf jeden Fall eine Lösung einfallen lassen. Ich werde mir wahrscheinlich echt die Tasche kaufen, wo ich den dann einfach reinpacken kann und viel, viel besser transportieren kann. Kurzes Fazit zum Gig gestern. Es war wieder mega lustig, es war noch mehr los als wie vor 4-5 Monaten. Also wo ich schon mal den Auftritt da hatte. Es war echt cool, es waren echt coole Leute da. Es gab sehr wenig Musikwünsche. Das ist eigentlich ganz gut, weil so weiß ich, es hat gepasst von der Musik. Die Leute, die wissen wollen, wie ich den Gig angefangen habe, also ganz normal, ich habe meinen DJ-Controller mitgenommen. Deswegen habe ich mir ja den Pioneer XDJ-R X2 gekauft. Ist ja egal, welchen Controller ihr habt, aber ich habe mir halt einen gekauft, um den mobil mitzunehmen. Ich habe alles angeschlossen, wir haben ja einen Tag vorher den Soundcheck gemacht, hat alles eigentlich super gepasst. Dann ging es los, wann war ich da? 7:45, also 19.45 Uhr. Ihr müsst halt so sehen, es war ja kein Club, sondern eine Veranstaltung in einem Fitnessstudio. Deswegen legt man da nicht um 12 Uhr auf, wie ganz normal im Club, sondern oder um 10, sondern halt ein bisschen früher schon. Ich habe den Gig angefangen mit einem kleinen Mix. Das heißt, ich habe mir, bevor ich zu dem Gig gefahren bin, noch einen kleinen Mix zusammengeschnitten. Beziehungsweise aufgenommen, hab den abgespielt. Da sind halt so, ja sagen wir mal, die Charts mit drinnen, ein bisschen zum Auflockern, ein bisschen ja, zum Ankommen, dass die Leute erstmal wissen, was hier abgeht. Dann nach circa einer Stunde habe ich dann ein bisschen aufgedreht, ein bisschen EDM gespielt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn es ein bisschen chaotisch war. Aber ich kann halt so meine Erfahrung euch wieder geben, wie es beim zweiten Mal war. Beim ersten Mal war es lustig, es war anders, weil ich habe noch nie in einem Fitnessstudio aufgelegt und da muss man natürlich auch ein bisschen schauen, was hören die Leute und so weiter. Und jetzt habe ich schon gemerkt,
was die Leute hören wollen und ab wie viel Uhr ich was spiele. Und genau, es hat eigentlich super gepasst, alle waren zufrieden, er hat mir nochmal ein super Feedback gegeben, es war mega cool, Luis, das freut mich natürlich. Heute ist Samstag, heute mache ich gar nichts, beziehungsweise dieses Video schneiden, vielleicht noch ein anderes Video drehen und vielleicht noch einen neuen Mix aufnehmen, keine Ahnung. Apropos neuer Mix, ist auch wieder auf meinem anderen Kanal online, checkt den gerne ab, verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. So, jetzt melde ich mich ab, genau, in diesem Sinne Leute, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.